zurück zu gruseligen Geräuschen im Hintergrund der Agrarian Skies, dem Minecraft-Modded Skyblock mit Dancing Dice, der hier gerade, ja, bei Mary Culture verzweifelt. Okay, unsere Quest ist immer noch, wir werden in irgendeiner Form ein anständiges, wartet, Jetpack haben, nicht diese uralten Let's Stone auf dem Rücken. Es gibt so viele Sachen auszuprobieren und ich komme irgendwie nicht weiter. Also, wir haben letztes Mal hier einfach nur unsere wunderschöne Laser-Farm, was haben wir gebaut. Es kommt tonnenweise Zeug rein. Ja, ich dachte auch, komm, hier, Sulfur. Wir brauchen Sulfur. Du hast das Problem, Sulfur. Habe ich schon erwähnt, Sulfur? Na, es gibt Sulfur für verschiedene Sachen, zum Beispiel Pyrethium, ja. Dieses Zeug, das ist ziemlich cool, das brauchen wir auch für eine Quest. Sulfur, ein Viertel Sulfur, jedes Mal. Redstone, kein Problem. Pyrethium Coal kriegen wir hin. Blaze Powder, Millionen Tonnen. Ja, Sulfur. Aber Sulfur gibt es ja noch in anderen Bereichen. Kann man kriegen angeblich durch Pulverisieren oder hier in der Crucible Furnace, wenn man verschiedene Unknown Dusts schmilzt. Oder von Bienen oder eine Zentrifuge oder es pimmelt komisch im Hintergrund. Ja, oder beim Pulverizen 10%. Wenn ich Nether Quartz oder irgendwas mit Nether hier verarbeite. Ja. Ich dachte, ach komm, kein Thema, mit der Crucible wird ja schon gehen. Ja, Spaß? Nein. Also ich habe hier noch einen Fuel Tank. Ich stelle die ganze Zeit hier Tanks neben die Crucible, weil ich keine Lust habe, die ganzen Sachen sofort abzuschöpfen. Das ist Lava, das ist der falsche. Also erstmal, ja gut, es gibt so viele Geschichten. Ich muss irgendwie hier weiterkommen, ja, also um Magnesium zu bekommen. Gibt es diesen Wett, man macht da Quicklime rein, Quicklime und Water, macht Magnesium. Quicklime entsteht, ich brauche mal einen Becher. Bucket, ich habe immer zu wenig Buckets, das ist so wie so ein Fluch. Der Fluch des fehlenden Buckets. Also ich habe hier eine unendliche Wasserquelle geschaffen, heute ist echt alles konfus. Dann kümpfe ich das Zeug hier halt rein und es fängt zu blubbern und dann entsteht Dust, den ich auch schmelzen kann. Ja, soweit so gut. Wenn das Zeug geschmolzen ist oder beziehungsweise der Staub, der entstanden ist, seht ihr das? Ist das ein, meine Güte, nimm es raus, rechtsklick, so habe ich einen Unknown, nein, falsch, der ist Magnesium Dust. Das Magnesium Zeug kann ich natürlich hier drin schmelzen. Ich nehme jetzt mal das Kupfer raus, da, ja. Wo ist das Zeug da? Magnesium hier rein. Und das Schlimme ist, ich hatte natürlich unten drunter einen Lava-Tank, dafür habe ich den gerade immer noch da drunter. Kocht, ja, bis 1500 Grad. Ich brauche Charcoal, um auf 1600 Grad zu kommen. Dann schmelzen auch Sachen wie Eisenerz. Ja, ihr seht, ich habe hier geschmolzenes Kupfer. Lass mich mal ganz kurz noch einen Tank holen. Ich werde hier wohl noch irgendwas haben. Na, da können wir zwei machen, das schadet nicht. Jo, so, ich klatsche einfach hier nochmal einen Tank neben. Da kommt das geschmolzene Kupfer noch rein. Ich habe hier oben Aluminium, Eisen. Das ist Quint, ich glaube Magnesium und hier drin ist Kupfer. Die sind zwar nett, die Tanks von Mary Culture, aber die hier, die Open Block, da sieht man wenigstens, was drin ist. Ja, also, ich schmelze dann Magnesium bei 650 Grad, das geht alles noch, aber sobald ich mehr größeres Erz habe, zum Beispiel Kupfer hat 1085, das geht auch noch, nur ich hatte eine Tonne an Eisenerz hier drin. Da Nether Iron Ore schmilzt, glaube ich, gar nicht. Und es gibt das normale Iron Ore, wenn ich das finde. Ich glaube, die habe ich auch alle vergrillt. Ja, wo lässt mich das? Das lässt mich mit einem Haufen Ärger zurück. Ach ja, Rutile Ore ist dann auch nötig. Aber im Pulverizer geht es interessanterweise. Und zwar immer, wenn ich dann irgendwie Sachen wie Leather Lapis oder so pulverisiere, hat man auch eine 10%ige Chance. Ja, aber das kann doch nicht sein. Und ich kriege auch übrigens tonnenweise davon. Es kann doch nicht sein, dass ich für 10% jedes Mal für ein Sulfur. Das ist nicht, ich sag mal, ich meine, ich bin ja nicht effizient, aber das hier. Guckt euch das an. Jedes zehnte Stück und dann habe ich irgendwie 10.000 Tonnen. Ja, und ich bekomme ein Netherrack. Super. Ich meine, ich freue mich jetzt. Ja, jetzt kein Scherz. Ich bin sehr begeistert davon, dass ich diese coolen Blocks hier habe. Mann, stellt euch doch mal vor. Was macht der Knochen hier? Ja, einfach in der Wand so ziemlich cool aussehendes Erz einbauen. Hammer, oder? Das ist doch cool. Aber was liegt hier auf dem Boden plötzlich? Ist das Ding voll? Nein. Amber Bearing Stone. Ja, also man kann eine Menge machen. Nur, was bringt es mir, wenn ich jedes Mal den Pulverizer anschweißen muss, um da eine Tonne von Sachen reinzustopfen? Ja. So.
Was passiert? Nichts passiert. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bekomme ein bisschen Kohle und wissen der Zarek, nach wie vor reicht das aber nicht, um in irgendeiner Form Seife zu kriegen. Okay, also macht das Ganze keinen Sinn. Was bleibt da noch übrig? Und dann sind wir auch gleich mit dem Mary Culture Vortrag für heute fertig. Gar nichts. Es bleibt nämlich nichts übrig. Ich werde versuchen, ins Nether zu gehen. Mit einem kleinen Jetpack. Nein, das können wir nicht machen, sondern ich brauche ein anständiges Jetpack. Mit dem anständigen Jetpack werde ich, ach, tut euch das an, Salz, werde ich dann da rumfliegen und mir einen Blaze holen. Wenn man die Blaze Rods kriegt, die in einen Autospawner. Also, es ist viel zu kompliziert. Im Augenblick mache ich einfach so lange weiter, bis ich hier genügend Zalfa bekomme, um eine einfache, wie soll ich das sagen? Ja, einen Zalfa zu bekommen. Ja, und wenn ich Sulfur habe, kann ich zumindest ein Jetpack bauen. Hier drin bekommt man ja auch noch so als Nebenprodukt vom Schmelzen von den Sachen, bekommt man dieses Iro Unknown Ironic Dust und Unknown Copperous Dust. Das ist, ihr seht, Random Flut 10% Chance auf Sulfur. Ich kann es genauso hier reintun und schmelzen und dann fließt es auch hier rein und ich habe immer eine Chance von 10%. Und genau das mache ich jetzt. Ich hoffe auf diese 10% Chance. Sobald ich die habe, baue ich mir das Jetpack, dann fliegen wir rein, besorgen uns das Viech, das uns tonnenweise Sulfur besorgen kann. Dazu müssen wir noch einen zweiten Raum bauen. Aber als erstes, jetzt würde ich das mal sagen, ich warte hier, bis die Sachen fertig sind und dann geht's weiter. Bis gleich. Also, ich weiß genau, dass diese Farbe hier, genau die hier, 3 Minuten zum Trocknen braucht. Und da vorne, das Gras, das da, das ist so laut gewachsen die letzte halbe Stunde. Okay, ich habe hier so ein Monsterkonstrukt. Ja, nichts anderes als die Sachen, die auf dem Laser hier reingepumpt werden, werden zum Teil, alles was mit Nether zu tun hat, durch den Pulverizer gejagt. Dabei entsteht dann halt alles so ein Zeug hier, das kann ich nicht komplett in die Kiste wieder zurückpumpen, weil ich habe nur 9 Felder. Aber hier landet eine Menge wieder drin und ja, teilweise stopfe ich das Zeug dann hier oben in diese Kiste, dann wird das Ganze per Crucible Furnace in den Ingot Caster gestopft und das ist das Ergebnis hier. Ja, so toller Weg, Erz zu bekommen, aber ich wollte ja Sulfur haben. Und dieses Crucible-Ding scheint wirklich nur Sulfur auszuspucken, wenn man diese besonderen Unknown Silvery oder Irony Dust hat, das bringt es nicht. Alternativ, fällt mir alles hier runter, alternativ habe ich hier eine ganze Menge von diesen Nether-Quarzen, Nether-Sachen, zum Beispiel Nether-Ruti, das komischerweise geht als einziges nicht. Aber Sachen wie Nether-Quarz-Ore und Netherrack selber durch den Pulverizer gejagt und da gibt es eine ganz geringe Anzahl, und zwar tada, 3 Stück Sulfur für die letzte halbe Stunde. Ja, ungefähr. Ihr seht, eine ganze Menge an Zeug an Redstone fällt hier ab. Also das ist eine, vor allem auch Diamanten, ja. 36 Diamanten in 20 Minuten, das ist Wahnsinn. Also das Ding ist echt schon effektiv. Und das ist das Spannende, zweimal Erz. Und das werde ich jetzt auch hier mit euch, natürlich habe ich es noch nicht in die Kiste gepackt, zweimal Erz hier reinstopfen. Und dann hoffe ich mal, dass ich nur einen rausbekomme, sondern ein paar mehr. Wir werden sehen. 24? Ich gerade unser Sulfur-Problem ist gelöst. Gut. Erledigt. Ich lasse die Maschine weiterlaufen, ja, bis irgendwann mal hier Sinn reinkommt oder die voll ist, dann baue ich die auch ab. Das hier ist noch nicht beendet, hier, meine lieben Freunde. Mit euch, das klappt noch nicht hier. Ich habe zwar schon 5 Magnesium-Ingots, die brauche ich auch später für Mariculture, aber also für Sulfur ist das gestrichen. Ich will hier ein rotes, dickes, dickes, rotes X durchmachen. Ach ja, und ich habe noch ein Epic Reward Bag vom letzten Mal. Die könnte ich mit euch einmal öffnen und bekommen. Hill Cherry Saplings. Ich mag Bäume. Nein, ich gehe nicht hinten raus, ich gehe hinten raus. Deswegen freut mich das. Aber wir springen jetzt irgendwo mal eben zur Baumfarm. Farm, Baumfarm, Farm, 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 Baumfarm. So, und jetzt irgendwie muss ich hier mal eine Location finden, wo ich diesen schönen Baum hinstellen kann, ohne dass der direkt abgehackt wird. Ich will ihn mal ausprobieren, wie die aussehen. Ja, auch hier ist natürlich das Land zerfetzt. Das ist der Sinn der Angelegenheit. Jo, so, endlich. Jetpack ist fertig, noch komplett nicht aufgepustet und ich muss schon wieder essen. Aber das nächste ist jetzt in einer Induction, nein, in einem Induction, wo ist das Ding? In einem Induction-Smelter. Ja, komm mal raus hier. Wir brauchen, wenn ich das richtig gesehen habe, Armor Plating, das habe ich gebaut, das einfachste. Armor Plating, da ist das Ding. Und das muss zusammen, wenn wir mal nach Armor suchen, da sind sie hier zum Beispiel, das Tinker Toys, brauchen wir noch 10 Bronze-Ingots.
Bronze. Und dann kann man das auf das nächste Level bringen. Ich stopfe das mal hier rein. Da auf der einen Seite, das auf der anderen Seite. Sollte reichen. Währenddessen esse ich mal eine Kleinigkeit. Und ja, dann bekommt das nächste Level an Armor. Und dann werden wir das Ganze hochjagen, bis wir nachher dann auch Ender Armor drauf haben. So. Da. So. Und jetzt ist es wohl, man kann das verbinden mit dem Jetpack, indem man Shift irgendwie sowas draufklickt. Nein. Hold Shift von dies. Jetzt, wie kriegen wir die beiden verknüpft? Warte mal, da gab es irgendwas. Sneaking to apply armor plating. Okay. Benutzen. Also einfach nur so drauf gehen und dann Rechtsklick. Ah, okay. Wir haben einen Armored. Ja, wie man sieht, hier unten ist also nicht so voll. Aber gut, das Ding ist leer. Das heißt, wir müssen einmal zurück. Hier sollte ich auf jeden Fall auch noch irgendwo so ein Ladegerät einbauen. Oder hatte ich da nicht mal eins? Naja. Also erstmal hier rein. Und ablegen. Damit sind wir eigentlich recht gut geschützt. Jetzt müssen wir die nur voll kriegen. Das wird ein bisschen dauern. Ja, das wird etwas dauern. Und ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns dann am Eingang zum Nether wieder. Und versuchen uns mit dem Safari-Netz und dem Launcher ein Blaze zu besorgen. Ein Blaze. Ich habe letztens einen Blizz gesehen. Also Blizz sind diese Eisdinger, Blaze sind die Feuerteile. Der war sogar in unserem Biom hier scheinbar. Ist ja an einer Stelle randommäßig gespawnt. Ich hoffe, dass ich nochmal einen finde, weil das könnte gut werden. Aber okay, wir sehen uns am Nether-Eingang. Bis gleich. Los geht's. Ja, oh, oh, gefährlich. Mein Katz, da können schlimme Unfälle passieren. Los geht's in den Nether. Ich bin sehr gespannt, ob ich diesmal direkt wieder draufgehen werde. Ich habe nicht viel dabei, außer dem Safari-Netz. Aber ich will auch nicht viel haben. Okay, am liebsten wäre mir eine Mobsorte von allen Sachen, die da im Nether herum. Oh, guckt euch das an. Oh, alter Schwede, ich muss aufpassen mit diesen. Nein, das Jetpack ist zu heftig. Wartet mal. Der Hoover-Modus, ja, alles andere ist, ja, ist Mord. Mit diesem Ding viel zu schnell. Ich gehe schneller gepolt, als ich gucken kann. So, hier unten sind wir da. Und, haben wir Besuch bis jetzt? Nein, ah, ist etwas schwierig, wenn man nicht fliegt, damit umzugehen. Wieso strahle ich so seltsam? Habe ich Hunger? So, ist die Night Vision. So, einmal noch kurz gemampft und dann springen wir rein. Ach was, wir springen rein. Und ach so, der Rückweg, ich möchte nicht wieder oben über das Tor zurückgehen, sondern ich portiere einfach. Schnell weg, schnell hoch. Alles gut. Ja, und wir nehmen natürlich einen von euch Kollegen auch mit. Komm her. Ach, diese. Nein. Nein. Jetzt habe ich dich. Ich bin auf Safari-Jagd. Ja, mach ruhig Geräusche. Komm her, du Endermais. Dich kriege ich auch. So. Also hier war ich noch nicht. Und ach ja, und warum es so seltsam aussieht, es ist diese Potion gewesen. So, was ist das? Eine besondere Spinne oder? Mist. Komm her, die sind so schnell, die Viecher. Ja. Mich beide, damit ich nicht angegriffen werde. Was haben wir denn hier? Baby-Heat-Gas-Spider. Na. So, ich war hier noch nie. Ja, das ist also alles neu für mich. Und das sind ein paar Sachen, die mich auch interessieren würden. Zum Beispiel sowas da. Was ist das? Oha, was ist das? Ich werde dich auch mitnehmen. Komm her. Halt du mal stehen. Ha. Nein, nein. Okay. Der ist im Safari-Netz abgestürzt. Das ist ein Glowshroom. Oh, ein Glowshroom. Ein Glowshroom. Ich gucke mal, ob wir den mitnehmen können. Ob der uns irgendwas hilft. Kann ich hier irgendwas einsammeln von? Oder. Ah, ein kleiner grüner Glühschuh. Das heißt also, das sind glühende Pilze, ja. Ich glaube, sind das nicht die, die wir auch schon mal einsammeln konnten? Ich glaube, die kann man irgendwo anders auch bekommen, beim 7 oder so. Das sollte Ash Cloud sein, okay. Kann man die abarbeiten? Kann man. Nehmen wir Ash Cloud, nehmen wir mit. Wer weiß, wofür die gut ist. Und wenn wir die nicht im Notfall als irgendwie als Fenster platzieren oder sowas oder ja, für Dekoration,
Naja, super. Ich muss ein bisschen auf meinen Sprit achten. Was haben wir hier? Oh, das ist eine Big Heat Scar Spider. Und das ist eine Bat. Nein, ich brenne. Oh, blödes Vieh. Okay, die geben Gunpowder. Okay, ja, was? Ja, Blaze. Wir suchen einen Blaze. Oh, wir haben direkt einen Nether Fortress hier. Und das Ding sieht aus wie ein gefangenes Skelett. Ist es ein normales oder ist es ein normales Skelett? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich eins von den, wie heißt die Skeletten? Diese schwarzen Wizard-Skeletten? Ach man, ist das lange her. Ui, komische Geräusche. Die haben auch alle Spezialnamen, seht ihr das? Rare Bombing Picks. Ach du Schande. Und da ist ein Blaze Spawn. Ja, ja, ich will nur einen. Den habe ich. Und ich hau ab. Und es ist viel zu laut. Da ist er. Komm, nehm ich auf. So, wir hauen ab. Wir hauen ab. Was war das? Covebs? Cool. Die nehmen wir immer mit. Ja, ja. Nehme ich jetzt mit. Nehme ich mit. Okay, ich hau ab. Soweit dazu. Wir teleportieren uns in aller Ruhe wieder zurück in die Werkstatt. So, das war der Ausflug ins Nether. Komm. Ja. Also rein immer unten über das Tor und raus über den Teleporter. Und jetzt haben wir eine Menge an Mobs hier. Autsch. Und ich schalte das Ding jetzt mal wieder aus. Ja, natürlich braucht ihr erstmal Zeit, um alles wieder zu laden. Ach, wie gruselig das aussieht. Kann ich euch die Welt vorstellen, dass sie so nackig ist? Was läufst du denn hier rum? Ich dachte, du hast da drin gesessen. Hat dich einer wieder freigelassen? Das kann nicht sein. Ja, da ist mal wieder das Pack weggeschmiert. Ach ja, immer noch dieses Ladeschwierigkeiten hier sind ziemlich nervend. So, ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch erzählen wollte. Ja, wir haben ja jetzt hier ein Blaze, das ist das Wichtigste. Ein Zombie-Pigman, was haben wir noch? Ein Hellfish, okay. Ein Baby-Heat-Scar-Spider, ein Skelly und noch ein Baby-Heat-Scar-Spider. Ich weiß gar nicht, ob die was droppen oder ob man die groß wachsen lassen möchte oder was auch immer. Und Ash Cloud. Also, wir haben schon ein paar interessante Sachen abgestaubt. Der wichtigste ist der Blaze. Wir werden einen Autospawner bauen. Autospawner. Gibt es den hier nicht? Wird der anders geschrieben? Oh, wo ist er? Da. Autospawner. Nichts kompliziertes. Netherboard haben wir. Machine Frame. Emeralds. Easy peasy. Das Ding werden wir bauen und zwar habe ich mir überlegt, keep your friends close and your enemies closer. Ja, also Freunde nahe und Feinde noch näher dran. Wir werden hier unter unserer hervorragenden Basisstation sowas wie ein Sub-Basement bauen, noch ein Level tiefer. Allerdings das irgendwie so versteckt, so hinter einer Ecke, irgendwie sowas. So zum Beispiel hier oder da, einfach so ein Loch in die Wand, wo es dann nach unten geht. Und dann wollte ich das eigentlich wirklich so Dungeon-like haben. Also Mittelalter, denke ich hier. Ich denke an Zellentüren. Und wenn alles glatt geht, ja, hier drunter, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ist da irgendwie was? Ich weiß, ich habe da eine Plattform gebaut. Hinten ist irgendwo was. Ja, da sieht man was. Also vielleicht in dem Bereich und dann so Zellentüren. Aber das ist sicherlich alles was fürs nächste Mal. Ich werde jetzt in aller Ruhe durch den schlecht geladenen Bereich gehen, oben in mein Bettchen. Schau aus Fenster, schau mir ein paar Bäumchen an. Und beende die Folge für heute. Oh meine Güte, das ist auch so ein Projekt, ja. Den Wohnraum. Ja, wenn man ewig nur arbeitet, ist nicht viel los damit. Naja, also ich gehe pennen und wünsche euch auch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen oder irgendwelche Kommentare habt, immer gerne. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Oh, das ist eine sehr close Aufnahme. Bye, bye. Bis zur nächsten Folge. Ciao.